Liga abgestiegen aus der zweiten Liga am letzten Bundesligaspieltag als 15. der Tabelle mit Trainer Uwe Reinders. Aber nichts davon ist zu spüren, dass irgendeiner den Kopf in den Sand stecken könnte. Die brennen förmlich vor Ehrgeiz, hat auch der Trainer Erik Geretz, der Trainer des ersten FC Kaiserslautern, gedacht. Also sie brennen darauf, den Finalisten des vergangenen Jahres aus dem Rennen zu werfen. Ob das geklappt hat, sagt Ihnen Oliver Schmidt. Eintracht-Trainer Uwe Reinders von weg und hinter ihm gleich einige ehemalige aus Kaiserslautern. Kapitän Jürgen Rische, Meister und Pokalsieger mit dem FCK und ganz neu in Braunschweig Thorsten Lieberknecht, über Nacht verpflichtet. Auch er hat schon für die Roten Teufel gespielt. 18.000 Zuschauer im Stadion an der Hamburger Straße, eine tolle Atmosphäre. Ein Zwei-Klassen-Unterschied auf dem Papier, im Spiel von Anfang an nicht. Ecke, Masingu, Dinsey. Und irgendwie findet der Ball den Weg an die Latte. Noch einmal das organisierte Lauterer Chaos. Köter Wiese, Lockwenz und Knaus, 3 gegen 1. Aber Jürgen Rische ist es, der die erste dicke Möglichkeit auf dem Fuß hat. 19. Minute. Verletzungsprobleme für Trainer Erik Geretz. Lautern ohne 7 potenzielle Stammspieler. Und das ist zu spüren. Daniel Graf, noch so ein ehemaliger FCK-Spieler. Und Jürgen Rische. Die 23. Minute, die Führung für den Außenseiter. Was für ein Beginn. Rische, 5 Jahre spielte er für Kaiserslautern, erzielte 27 Tore. Und nun trifft er seine ehemaligen mitten zwischen die Hörner. Alle Lauterer stehen zu weit weg von ihren Gegenspielern, sodass Rische ohne Gegenwehr einnicken kann. Kaiserslautern mit einer auf 6 Positionen veränderten Aufstellung im Vergleich zur spielerischen Bankrotterklärung am letzten Samstag. Aber genauso teilnahmslos und mutlos. Der Regionalliga ist zweikampfstark, aggressiv und torgefährlich. Masingu Dinsey, die 34. Minute. Der Bundesligist Pokalfinalist 2003, bis dahin ohne Torschuss. Chateau gegen Torhüter Kunze, das sieht böse aus. Und der bereits verwarnte Chateau, Schiedsrichter Manuel Gräfe, hat gar keine andere Wahl, sieht gelb-rot. Eine klare Entscheidung, das gestreckte Bein gilt zwar dem Ball, ist aber dennoch gefährliches Spiel. 0:1 hinten, 10 gegen 11. Erik Geretz ist bereits zur Halbzeit bedient und die Braunschweiger Fans auf ihre Art natürlich auch. Weiter geht's, die zweite Hälfte, neues Spiel. Vertraute Bilder, Lautern in Ballbesitz, aber der Einwurf von Freven, schon der Anfang vom Ende. Denn Erstliga Ralf kombiniert allein die Eintracht. Schöner kann das kaum aussehen. Masingu Dinsey, 2:0, 50. Minute. Ein perfekter Spielzug, der der Defensive von Kaiserslautern jegliche Bundesliga-Qualität abspricht. Der Pass von Rische, Kosowski ist nur Zuschauer bei Masingus, technischer Feinarbeit. Die Sensation bahnt sich an. Trainer Erik Geretz und auch Vereinsboss Jeggi, ihre dunklen Mienen sind angebracht. Denn die Gäste finden bis dahin immer noch kaum statt. Mal eine Ecke, Kosowski, Lockwenz. Und Nationalstürmer Klose, die Lufthoheit, bringt den Anschlusstreffer, 61. Minute. Doch Zuversicht strahlt auch der Torschütze nicht aus. 6 Minuten später, Marco Grimm, der Innenverteidiger hinten, kaum gefordert. Und sein Ausflug nach vorne bringt Rische wieder ins Spiel. 3:1, sein zweites Tor gegen seinen ehemaligen Club. An allen 3 Toren bis dahin ist Rische, der Kapitän, beteiligt. Der erste der Regionalliga Nord gegen das Bundesliga-Schlusslicht. Die Entscheidung ist gefallen. Doch ein Bonbon hat die Eintracht noch parat. Der Auftritt vom eingewechselten Lars Fuchs. Und die Reaktionen auf den Trainerbänken. Fuchs ist 21 Jahre jung und völlig respektlos düpiert er Lauterns Kapitän Alexander Knaus, slowenischer Nationalspieler. 4:1 der Endstand in einem sensationell einseitigen Spiel. In Braunschweig wird mindestens eine Nacht lang gefeiert. Michael Kreuz mit Gewinnern. Hätten Sie erwartet, dass Ihre Mannschaft den Gegner, den immerhin Bundesligisten Kaiserslautern, derart kontrolliert? Nein, mit Sicherheit nicht. Wir sind, glaube ich, verdient in Führung gegangen.
Und dann ist es eben so ein Pokalspiel mit einer tollen Begeisterung der Zuschauer, spielt man sich dann in Rausch. Und ich glaube, nachher war das, der Sieg hoch verdient. Es ist immer schön, Tore zu schießen. Gut, dass es gegen Kaiserslautern heute wieder gelungen ist, desto schöner, sag ich mal. Es war natürlich heute ein herrlicher Abend für die ganzen Leute hier. Wir haben ein super Spiel abgeliefert und wir freuen uns eigentlich alle über das Ergebnis heute. Jürgen Rische, ein ehemaliger Lauterer, als Spieler des Abends. Miroslav Klose noch der Beste in seiner Mannschaft, die momentan keine ist. Ja, und für Kaiserslautern bleibt am Ende dieser Pleite die Erkenntnis.